Trichoptera. Die Köcherfliegen, Trichoptera, bilden eine eigene Ordnung und gehören nicht zu den Diptera. Köcherfliegen erkennt man daran, dass sie vier häutige Flügel besitzen, die sie in Rohrposition dachartig über dem Körper zusammenlegen. Köcherfliegen ähneln ein wenig den Motten. Sie sind jedoch behaart und nicht beschuppt, wie das bei den Lepidopteren der Fall ist. Die Fühler der Köcherfliegen sind durchgehend fadenförmig und sehr variabel in ihrer Länge, aber zumindest immer so lang wie eine halbe Flügellänge. Einige Tiere besitzen drei Ozellen, die bei der Bestimmung mit Wasser benetzt werden sollten, um sie besser sichtbar zu machen. Die leckenden Mundwerkzeuge bestehen aus einem aus dem Labium umgewandelten Saugkissen, dem Haustellum. Die Maxillen und ihre Maxillartaster sind für die Bestimmung sehr wichtig, ebenso die Flügeladerung, die charakteristisch ursprünglich ist. Die Sporne an den Beinen sind wie bei einer Tarsenformel mit Spornzahlen angegeben, welche der Spornanzahl von Vorder-, Mittel- und Hintertibie entspricht. Die Männchen besitzen zur Fortpflanzung ein Klammerorgan am distalen Ende des Abdomens. Die Weibchen zeigen dagegen mehr oder weniger lappenförmige Anhänge. Die Bestimmung erfolgt bei vielen Arten nur nach Geschlechtsmerkmalen. Die Larven können wir nur im Wasser finden. Zusammenfassend sind die bestimmungsrelevanten Merkmale bei den Köcherfliegen die Maxillartaster, die Adern, die Flügelflecken und die Spornen.